So, Freunde, jetzt müssen wir erstmal hier mal in die Nacht hin. Und da müssen wir noch den einen oder anderen hier ausrauben, Freunde. Wer war das nochmal? Der hat hier richtig guten Stuff hier. Der hier, ne? Der war das. Maestro-Bogen und leichte Nuss und hübsche Perle noch. Das müssen wir... Haben wir voll Energie? Ja. Das müssen wir jetzt nochmal probieren. Her damit. Ich dir nicht böse geben, Bösewicht. Achso, genau. Wir lassen das mal weg. Und bauen uns lieber mal richtig auf. Hm? Bis hierhin alles okay? Indulge me for a moment. Calculations complete. Indulge me for a moment. Oh ja. Das war effektiv. Thinking time. This one's for me. I need a plan. Indulge me for a moment. Indulge me for a moment. Poor aim. Haha. No. I need my wrath. Spür mein Zorn. This one's for me. Now then. This one's for me. Wir müssen unbedingt seinen Bogen haben. I need a plug. Indulge me for a moment. Jawohl. Haben wir. I've seen worse methods. Delikatesse ist Dürrfleisch. Maestro-Bogen, leichte Nuss, hübsche Perle. Die hübsche Perle wird uns auch noch von Nutzen sein. Eine äußerst hübsche Perle mit einem kleinen Loch, durch das man einen Faden hindurchziehen kann. Wahrscheinlich für eine Perlenkette, Freunde. Wir haben schon 4 Stück davon. Ah, wir haben jetzt leider keinen Besitzer dafür. Aber ist nicht schlimm. Das kriegen wir auch hin, denke ich mal. Oh, mich juckt's, Freunde. Hey, da war doch ein Feuerstoß dabei gerade, oder? Versuchen wir nochmal. Oh dear. Prepare yourself. Geht doch. Ein Wildling, der einen ertrinkenden Inselbewohner gerettet und sicher mit angefreundet hat. Die beiden treffen sich oft, aber der Wildling passt auf, dass er dabei möglichst nicht an andere Menschen gesehen wird. Er hofft, dass die Vorurteile gegenüber Wildlingen irgendwann mal verschwinden, weiß aber, dass dies nicht einfach sein wird. Gut, meine Freunde, hier haben wir jetzt alles, oder? Ne, den noch. Den haben wir noch hier. Das ist ja easy hier, ne? Feuer? Boah, 8 Stück hat er. Das ist natürlich eine Menge, Freunde, ne? Feuer, Gucken wir mal. Ah, da macht uns ja Gott sei Dank nichts weg. Gucken wir mal kurz hier. Nee. Schade.
so sorry. Well, dann müssen wir eben halt Feuer benutzen. Flames burn bright. That all? Oh dear. Flames burn bright. To work. Versuchen wir es mal mit Elementarfeuer, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, Gott sei Dank. Zwei Feuerbälle dabei gewesen. So sorry. Tut mir leid, Freunde, du musst mal kurz ins Gesicht passen hier. Ja? Mir juckt die Nase. Oh dear. Noch einmal. To work. Prepare you. Jawohl. Ein verborgenes Objekt. Ein Inselbewohner, der von einem Wildling vor Ertrinken gerettet wurde. Seitdem feiert er mit seinem Retter oft nächtliche Trinkgelage am Strand. Obwohl sie nicht dieselbe Sprache sprechen, verstehen sie sich blendend und zischen fröhlich lachend bis in die Morgenstunden. Ah, man kann sich auch das Leben schön trinken. Nee, man kann natürlich auch so Spaß haben, ne? Auch wenn man sich nicht versteht. Nahrhafte Nuss, M. Wen haben wir hier? Boah! Kriegerschwert, Mondmuschelhalskette. Da sind wir aber noch weit, weit weg von. Leuchtendes Armband. Was soll das denn bitte schon sein? Na? Indulge me for a moment. Study harder. Und ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Ich würde sagen, wir rauben nochmal den einen oder anderen aus. Ich glaube, hier haben wir aber jetzt alles. Gehen wir mal in den Tag über. Zum Tag. Nee, da ist nichts mehr. Schauen wir uns noch mal kurz. Ah, was haben wir da? Der war, glaube ich, zu stark. Ne? 2, 4, 6. Können wir mal versuchen, Freunde. Katzenliebhaberin. Ja, damit. Ihr jungen Leute kennt wirklich keine Manieren mehr. I need a indulge me for a moment. Mm-hmm. This wasn't in my calculations. Thinking time. Strike them down. Das war blöd. I need a plan. I call down the light. Try again. Now then. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er gleich richtig Damage macht hier. Deswegen heilen wir uns mal lieber. I need a plan. Feel my wrath. Indulge me for a moment. Hmm.
Indulge me for a moment. I need a plan. This one's for me. No. Immer noch nicht auf Gelb. Jetzt aber. Jetzt langsam fängt er ein bisschen an zu schwächeln. Thinking time. Dürfte aber kein Problem sein. Elementar Kreuzfeuer. Heilen wir uns mal lieber. This one's for me. Think. Calculations complete. Jetzt kriegst du die volle Packung, mein Freund. Indulge me for a moment. Hat er widerstanden, tatsächlich. I need a plan. Aber jetzt sollte es das doch gewesen sein. Ja. War knapp. Hat das knapp überlebt. I've seen worse methods. Dörrfleisch. So, hier haben wir alles ausgeraubt. Was können wir denn hier abkaufen? So, bestechen. Schauen wir uns nochmal hier im schwimmenden Theater um. Ah. Oh, hier sind sogar noch Schatztruhen, Freunde. 246, Olive des Lebens, gesalzene Meeresfrüchte. Ja. Bin ich dabei? Straßenköchin. I'll take that. Gesindel wie dich habe ich gefressen. I like my arms. Ah. Meuchelmörderin, Oma. Obwohl. Don't mind if I do. Sehr gut. Weil das so effektiv war, machen wir das direkt nochmal. Now then. Don't mind if I do. 41, ja. Das sollte ausreichend sein, Freunde. Jetzt wie in alter Manier. Try again. I need a plan. Don't mind if I do. Thinking time. Don't mind if I do. I need a pop. Indulge me for a moment. For a thinking time. Indulge me for a moment. Indulge me for a moment. I need a plan. Okay, jetzt gib mir den Rest. Indulge me for a moment. Sehr schön. Study harder. Olive des Lebens, gesalzene Meeresfrüchte. Time for some questioning. Where was I? You won't be. So sorry. Trifft sich gut, wir können ein bisschen Energie gebrauchen. Oh, meine Nase kribbelt. Oh, wie furchtbar. Oh, wie fies ist das denn? You won't be needing that. To work.
Das war schon so ein Brennen. Aua. You won't be needing that. Rezept für scharfes Hühnchen, wie geil! Ein wortkarge Straßenköchin, ihr kleines Restaurant ist ein echter Geheimtipp und wird von bekannten Feinschmeckern aus aller Welt besucht. Ihre Gerichte sind bekannt für ihre Liebe zum Detail, insbesondere für die exquisite Verwendung von Gewürzen. Ich glaube, das können wir in Neu-Delster. Hat uns doch jemand gefragt danach, ne? Ich glaube, das ist das, was wir suchen. Hat er hier Energie? Prächtiger Sari. Oh! Das ist nice, Freunde. I'll take that. Das nehmen wir auf jeden Fall an uns. Du hältst mich wohl für wehrlos. Warte nur. I like my odds. Now then. Huh? Indulge me for a moment. Oh, das trifft sich gut, Freunde. Der ist anfällig auf Magie. Hat er natürlich hier den Meister getroffen, ne? So, das machen wir jetzt nochmal und danach gehen die Lampen aus. Das war genau jetzt. Study harder. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist eine elementarische Rüstung, ne? Naja. Na gut. I will get. Very well. Prepare yourself. Very good. Die Inselschneiderin, sie fertigt Kleidung für die Inselbewohner sowie Kostüme für die Schauspieler, Tänzer und Sänger an, die in schwimmenden Theater auftreten. Ihre Bewunderung gilt den Kostümbildnern, die im großen Theater von Neu-Delze arbeiten. Sie sind ihr größter Einfluss. Oh, einen glänzenden Edelstein. Da sagen wir doch nicht nein, ne? Das ist überhaupt nicht lustig. I like my odds. I need a. Huh? Indulge me for a moment. Study harder. A worthwhile. I will. Oh dear. Holy light, illuminate the darkness. Ein Tänzer, ja? Oder eine Tänzerin? That all to work. Holy light, illuminate the darkness. Where was I? Holy Dankeschön. Light, illuminate the darkness. Ein verborgenes Objekt. Eine Frau, die als Architektin in Wellheim tätig ist, als Theaterliebhaberin träumt sie davon, ein eigenes Theater zu bauen. Nach Totoha ist sie gekommen, um das einzige schwimmende Theater der Welt zu sehen. Hm.
müssen wir mal ganz kurz Heilung machen. Und jetzt kann es weitergehen. I'll take that. Schluss damit, das finde ich nicht zum Lachen. I like my odds. I need a plus. Indulge me for a moment. Das ging fix, ne? I've gained valuable insight. Hat er nicht viel entgegengesetzt zu entsetzen? Zum Bringen? Hm? Time for. Oh ja, ja. Oh dear. Prepare yourself. That all? Where was I? Prepare yourself. Very good. Sehr gut. Ein Mann, der das Leben genießt. Früher war er ein schwerer Malocher, den das hohe Arbeitspensum geistig und körperlich fast zerstört hätte. Jetzt lebt er in Maßen und hat seinen Spaß zumindest in Maßen. Gut, da hinten ist das Objekt, Freunde. Hand it over. I like my odds. I need a plus. Huh? Indulge me for a moment. Oh, das ging schnell. Study harder. A worthwhile. Müssen wir ganz kurz gucken. Was ist denn eine harte Nuss? Erhöht die physische Verteidigung. Freunde, also. Die Nüsse, die haben es hier in sich, also macht das mal lieber. Das läppert sich, Freunde, ne? Ihr wisst ja, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Und ich habe jetzt schon 5 Stück an der Zahl und ich weiß nicht, wie viele Nüsse ich noch woanders bekommen habe. That all? Where was I? To work. Prepare yourself. Jawohl. Ein Bewohner von Clockdamer ist für einen längeren Urlaub auf die Insel gekommen. Anfangs genoss er die üppige Natur, langweilte sich aber bald und störte sich nicht mehr und mehr an den Unannehmlichkeiten, die das Leben auf dem Lande mit sich bringt. Mittlerweile ist ihm sogar der Meeresbrise zu klebrig. Ah ja. Okay. Ah. Boah, der hat einen Smaragdring. Das kann nicht gut sein. Der kann nämlich gar nichts. Hey, du meinst wohl, du kannst dich hier einfach bedienen. Das hast du richtig erkannt, mein Freund. Aber auch nur ausnahmsweise. Aber es kann nur Crap sein, Freunde. Wir schauen trotzdem mal. Ja. Ist jetzt nicht so der Bringer. Ach du Scheiße, stimmt. Wir müssen mal gucken, dass wir den irgendwie brechen können. Machen wir mal so. Nee. Heiliges Licht vielleicht? Ja. Gott sei Dank. Das wirkt. Where was I? Holy light, illuminate the darkness. Oh dear. Holy light, illuminate the darkness.
to work. Holy light, illuminate the darkness. Geschafft. Eine Frau, die schon seit 3 Jahren jeden Abend an diesem Ort stehen und geduldig auf ihren Geliebten wartet. Dieser hat ihr nämlich versprochen, gemeinsam mit ihr durchzubrennen. Natürlich ist er nur aus einem einzigen Grund immer noch nicht aufgetaucht, das weiß auch sie, aber eingestehen wird sie es sich nicht. Naja, was ist denn jetzt hier der Grund? Hallo, hast du hier zufällig ein paar Perlen gesehen? Ah, unser Perlentyp ist hier. Mir ist nämlich eine Perlenkette gerissen und die Perlen sind in alle Himmelsrichtungen davon kuliert. Ich bin sofort hinterhergestürmt, aber alle habe ich nicht gefunden. Wenn du welche findest, dann bring sie mir bitte, ja? Die Kette war mir sehr wichtig. So, wir haben jetzt 4 in Besitz, Freunde. Die Perlen könnt ihr alle in dieser Stadt den Dorfbewohnern berauben. Ganz easy peasy Quest. Genau, viel Spaß. Du bist fündig geworden. Lass mal sehen. 1, 2, 3. Ja, alle da. Dafür schulde ich dir was. Wirklich. Die Kette ist nämlich als Geschenk gedacht. Ich möchte meiner Freundin damit einen Antrag machen. Hat ganz schön lange gedauert, bis ich das Geld dafür zusammen hatte. Warum kommst du nicht einfach mit? Ohne dich wäre der Antrag schließlich ins Wasser gefallen. Hab Teil an unserem Glück. Oh, wie süß. Jetzt wären wir Teil eines Heiratsantrags, Freunde. Und was willst du jetzt so plötzlich mit mir besprechen? Hier, bitte nimm diese Kette als Zeichen meiner Dankbarkeit für alles. Und außerdem, bitte werde meine Frau. Was für eine hübsche Kette, die war doch sicher sehr teuer. Da musst du aber lange für geschuftet haben. Naja, ein bisschen schon, aber für dich würde ich es wieder tun. Oh, wie süß. Danke doch, von nun an werden wir zusammenstehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Moment mal, heißt das etwa... Ja, ich will. Juhu! Ohne dich hätte ich es niemals geschafft, dafür werde ich dir auf ewig dankbar sein. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Boah, 15.000 und Cupido-Bogen und Ermächtigte Litschi. Der Bogen ist interessant, Freunde. Nebengeschichte Perlensuche abgeschlossen. Ja. Er ist nice, Freunde, der Bogen. Er sieht das Ziel selten mit Verwirrung. Cool. Da freuen wir uns doch. Hey, meine Frau und ich verstehen uns besser als je zuvor. Zu heiraten ist wirklich toll. Ja, die Scheidung ist aber auch teuer, mein Freund. Wenn es nicht klappen sollte. Es sei denn, man hat einen Ehevertrag, Freunde. Also sowas gehört sich nun nicht wirklich. Rügel. Was war das denn, bitteschön? Indulge me for a moment. You're finished. I've gained valuable insight. A worthwhile. I will. Eis also, ja? Ich würde sagen, wir machen Militär. Militär. Ach, was erzähle ich denn hier? Elementar. Hat funktioniert. Dieser Mann hat lange auf seine Perlenkette gespart, dann aber versehentlich das Band zerrissen und die Perlen wegrollen lassen. Er ist unruhig und etwas tollpatschig, aber er wird von anderen für seine Aufrichtigkeit geschätzt. Mein Mann kann ein unbesonnener Tollpatsch sein, aber auch das macht ihn auf seine Weise charmant. Hand it up. Wie ungehobelt. I like my odds.
Oh, die Frau hat direkt mal eine Axt hier parat. Wir müssen dringend mal, muss man dringend mit deinem Mann hier reden. Du kannst ja nicht einfach hier mit einer Axt rumlaufen, sage mal. Nicht, dass du dich doch damit verletzt. So, eine Haarbürste haben wir auch noch dazu bekommen. Und bekommen noch eine Haarbürste und Silbertoupee. Die Mühen alle Male wert. So, jetzt müssen wir aber noch mal hier, ne? So sorry. Very well. Prepare yourself. To work. Low, rigid wings. Marvelous. Hat funktioniert. Die Ehefrau des Mannes mit der Perlenkette. Sie hat ein gutes Händchen für ihren tollpatschigen Mann und hat erfolgreich damit begonnen, den beiden ein angenehmes Zuhause zu schaffen. Die Kette hat sie gut verstaut, um sie in Zeiten der Not verkaufen zu können. Da wollen wir mal hoffen, dass die Zeiten niemals eintreffen sollten. Werden. Wäre sehr schade drum. Hm? Achso, hier müssen wir rum einmal, glaube ich, ne? So. Klarheitskraut. So nicht, mein Freund. Nicht mit mir. Indulge me for a moment. Ich habe mich immer gefragt, was Windschaden bei mir anrichtet. Jetzt habe ich die Antwort bekommen. Aber ich glaube, er ist auch sehr low, ne? Ja. I've seen worse methods. Okay. Time for some questions. Feuer also, boah. Ah, dann nehmen wir lieber den Stab, würde ich sagen. Ja, das bietet sich gerade an. Dankeschön für die FP. Und noch so ein Dancer hier. To work. You won't be needing that. Where was I? So, noch einmal und das war's dann. Ein Verborgenes Objekt. Ein Mann, der seit vielen Jahren als Assistent des Bühnenleiters arbeitet. Die beiden verstehen sich gut und reden auf Augenhöhe miteinander. Er ist heimlich mit einer der bekanntesten Schauspielerinnen liiert und beabsichtigt, sie zu heiraten, wenn er es selbst zum Bühnenleiter gebracht hat. Dann wünschen wir dir viel, viel Erfolg, mein Freund. Hier ist auch noch was. Bevor wir die Quest annehmen, gehen wir mal ganz kurz hier hin. Streuungsserum. Ja, jetzt haben wir alles. Lichtamulett 2, 4, 6, 7. 7 ist, glaube ich, zu heftig, Freunde. Aber sollen wir uns mal versuchen? Nee. Herberge gehört in mein neuen Stück, wird sich als... Was? Hergehört. In meinem neuen Stück wird sich alles um Kämpfe drehen. Und ich meine packende und realistische Kämpfe, bei denen dem Publikum die Spucke wegbleibt. Also brauche ich Schauspieler, die ordentlich zuschlagen können. Schluss mit dem höflichen Bühnengeplänkel. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wo ich solche Leute herbekomme. Nebengeschichte, die Bretter, die Welt bedeuten. Er gehört in meinen neuen Stil. Ja. Okay.
Interessant. Also die haben wir anscheinend noch nicht. So, Freunde, ich glaube, wir haben alles hier. Nein, da war noch was. Da war die Truhe noch. Wie kann ich sie nur vergessen? Wie kommen wir denn da hin? Bin ich etwas baff? Auch nicht. Hier lang, ne? Genau. What? Ein verborgenes Objekt. Eine Frau, die erst kürzlich ihre geliebte Katze verloren hat, was sie sehr, sehr deprimiert. Jeden Tag geht sie an den einzigen Lieblingsort ihrer Katze und schwelgt in Erinnerung. Es wird vermutlich noch lange dauern, bis sie die verwunden hat. Oh, das ist natürlich traurig, ne? Wenn eine Fellnase stirbt oder abhanden kommt, ist das immer sehr, sehr traurig. Trügerisches Blatt. So, jetzt haben wir aber alles. Gut. Fertigkeiten. Oh ja, wir haben 14.000. Göttliche Fertigkeit führt einen extrem starken Schwertangriff auf einen Gegner aus. Haben wir? Boah. Der gute Temenos hat 21.000. Ich glaube. Wir sollten mal mit ihm die Laufbahn ändern. Machen wir mal Apotheker. Mal die Laufbahn. Hat er schon? Nö. Wir haben einfach noch nicht genügend Punkte, ne? Genau. So. So. Laufbahn natürlich wieder. Gelehrter. Schauen wir mal. Wo geht's als nächstes hin? Kapitel 4 mit Agnea ist Level 34. Wie süß eigentlich, ne? 34 ist jetzt nicht die Welt. Aber hier, Hikari ist 15. Freunde, eine Sache habe ich da noch. Und zwar, wo war das nochmal? Der war doch hier, ne?
Bosskampf. Verlassenes Dorf. Lammkirsch. Lockdown. Der Erfinder. Nur mal kurz gucken. Normal. Schwertjäger aus den Tempelruine. Der Schuff hat das Schwert meines Vaters geraubt und sich in den Tempelruine in östlichen Sanden von Sahi verzogen. Das würde ich gerne mal machen. Hier ist nämlich hier ist Sahi. Aber wir können auch woanders lang gehen. Ich würde sagen, wir machen mal die das Kapitel mit Agnea. Wir haben sie eh gerade bei uns. Oh, Agnea hat gerade mal 31. Ach so, genau. Apropos Agnea. Der ist besser. Nehmen wir mal zwei davon, oder? Mal gucken, ob es was bringt.